Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute wieder mit einem kleinen Unpacking. Und zwar, ja, ich konnte bei Medimops nicht widerstehen und habe 4 Bücher bestellt. Ja, was soll ich sagen? Erst Rebuy, jetzt Medimops. Was kommt als nächstes? Ihr werdet es in den Neuzugängen dann auf jeden Fall auch sehen. Ja, was macht man mit so viel erzwungener Freizeit? Man ist natürlich ein bisschen auf den Seiten unterwegs und schaut, was von der Wunschliste vielleicht befreit werden kann. Und in diesem Fall habe ich tatsächlich 3 Bücher von der Wunschliste erhalten, beziehungsweise ein Buch, das stand mal auf der Wunschliste, war wieder weg, ist wieder drauf. Ihr kennt es bestimmt. Freut euch hier ein bisschen über Frau Flummi, die es sich hier auf dem Katzenbaum gemütlich gemacht hat. Und ja, wir gucken uns an. Ich habe, mit links geht noch nicht, ich nehme die rechte Hand. Ich habe ein bisschen, ja, bei Medimops bestellt, 4 Bücher. Ich packe euch diese natürlich auch in die Infobox, also schaut gerne mal vorbei. Und ich habe insgesamt über 30 Euro gespart. Also ich muss schon sagen, wenn jetzt die Qualität noch zufriedenstellend ist, dann glaube ich, also ja, ist das wirklich toll, was man sich bei gebrauchten Büchern ersparen kann. Wir greifen zum ersten Buch. Ja, das ist tatsächlich vom Zustand nicht sehr schön, war aber, glaube ich, auch nur gut. Ist, glaube ich, auch ein Buch, was schon 10 Jahre alt ist. Ich glaube 2013, wenn ich mich recht erinnere, ist es herausgekommen von einer Autorin, genau, die ich jetzt im letzten Jahr für mich entdeckt hatte, und zwar Christiane Lind. Weihnachtspunsch und Weihnachtskater, Katzengeschichten zum Fest, würde neu kosten, ich glaube 10 Euro, gibt es aber, glaube ich, auch gar nicht mehr neu, wenn ich mich recht erinnere. Und Christiane Lind ist ja auch bekannt unter, wie hieß sie mit ihrer Cornwell-Reihe? Christine? Die Cornwell-Reihe, die ich im letzten Jahr gelesen habe. Christiane Lind und ihr Pseudonym. Ah, seht ihr, ich habe 5 Bücher gelesen und habe mir nicht das Pseudonym gemerkt. Aber das ist gar nicht schlimm. Es ist leider nicht wirklich im guten Zustand. Also wir haben hier 3 so Ratscher. Ich glaube, das kann man ganz gut erkennen. Es ist ein Mängelexemplar. Ja, es sieht halt schon, also 10 Jahre aus und definitiv auch, wie wenn es eben schon so ein bisschen auch mal wo gelagert war. Aber ja, es sind Weihnachtsgeschichten, es sind, soweit ich weiß, Kurzgeschichten, und von daher muss ich sagen, ja, ich werde die wahrscheinlich einmal lesen und dann muss man echt mal überlegen, ob das noch was für den Bücherschrank ist oder ja, man einfach mal guckt, wer vielleicht noch Weihnachtsgeschichten lesen möchte. Es ist okay, es ist für mich aber tatsächlich eigentlich nicht Gebrauchszustand gut, muss ich auch ganz ehrlich sagen, aber ich habe noch 4,30 Euro dafür bezahlt. Ich muss sagen, es ist fast ein bisschen viel. Also ich glaube, als Mängelexemplar hat es am Ende wahrscheinlich nur 3,99 gekostet. Ja, also hier bin ich ein bisschen enttäuscht, aber ich freue mich trotzdem auf die Weihnachtszeit, die dann erst irgendwann in langer, langer, langer weiter Zukunft sein wird, ja, wenn dann der Sommer vorbei ist, dass ich es lesen werde. Freue mich auf die Kurzgeschichten, weil, ach, ich komme nicht drauf, wie sie im Pseudonym heißt, aber gut, es ist, wie es ist. Aber ja, da freue ich mich drauf, aber ich, ja, 4,30 Euro, ach, fast eine Spur zu viel, muss man ehrlich sagen. Dann ein Buch, was noch gar nicht so lange auf meiner Wunschliste steht und ich auch noch gar nicht so richtig weiß, ob ich es auf meinem Sub zähle oder nicht. Denn eigentlich habe ich das Buch schon mehrfach gelesen, aber nicht in Spanisch. Und zwar Harry Potter y la Piedra Filosofal von J.K. Rowling. Habe ich mir auch gebraucht, besorgt. Ich frische mal wieder mein Spanisch auf, denn es ist dieses Jahr ein Urlaub geplant in einem Land, in dem man Spanisch spricht. Und ich bin total motiviert, dort dann vielleicht tatsächlich Harry Potter und ja, den Stein der Weisen zu lesen. Ich glaube noch nicht, dass das wirklich so klappt. Ich habe auch mal so ein bisschen reingeguckt und dachte, naja, was soll ich sagen? Alleine die Karte, wenn wir hier haben, so Bourgeois d'Or, was wahrscheinlich die peitschende Weide sein wird. Also man hat hier eine wunderschöne Karte. Also ich kann mich gar nicht erinnern, ist die im normalen Harry Potter auch drin. El Niño que sobrevivió. Also wahrscheinlich der Junge, der überlebte. Ne? Ich glaube, ist die Überschrift. Also ja, ich bin sehr motiviert. Habe jetzt für das gebrauchte Buch 13 Euro bezahlt. Nein, 13 Euro hätte er im Taschenbuch neu gekostet. Ich habe 6,60 Euro bezahlt. Also knapp ein bisschen was über der Hälfte. Muss aber sagen, es ist in sehr gutem Zustand. Also es ist auch nur in gebraucht gut. Man hat hier vorne so einen kleinen Datscha. Ich glaube,
ja, wer weiß, wie man da mal drüber gekommen ist. Man sieht vielleicht schon an, dass es ein bisschen älter ist. Ich würde sagen, es ist wahrscheinlich sehr liebevoll gelesen worden. Also es hat für mich definitiv, ist das Gefühl wirklich gut, beziehungsweise wäre er für mich wahrscheinlich sogar sehr gut. Ich bin gespannt, ob ich das irgendwie irgendwann lese. Ich glaube jetzt nicht, dass es tatsächlich auf den Sub mitzählt, weil es ist ja schon gelesen, es ist ja einfach nur eine andere Sprache. Aber ja, wir können jetzt nochmal drüber sprechen, wie hässlich ist dieses Cover. Ja, also auch das mit dem Einhorn, ich finde das echt schräg. Und hier hinten haben wir dann auch noch Dumbledore. Also, ja. Aber ich bin motiviert. Und dann haben wir noch La Camara Secreta, El Prisionero de Azkaban, El Caliz de Fuego, La Orden del Fenix, El Misterio del Principe. Mysterio, das, ja. Las Reliquias de la Muerte. Oh ja, die Heiligtümer des Todes. Ja, aber gut, ich bin gespannt. Und das Buch ist auf jeden Fall in sehr gutem Zustand. Ja, das nächste Buch ist auch in sehr gut und ich muss sagen, ja, das würde ich auch so unterschreiben. Und zwar Bin Hexen wünscht mir Glück von Liane Maas. Ist im Drachenmond Verlag erschienen, ich glaube bestimmt schon vor 3, 4, 5 Jahren. Gibt, glaube ich, auch einen zweiten Teil. Und es war damals auf meiner Wunschliste und ich weiß gar nicht mehr, warum es dann irgendwann abhanden kam. Also super schön, auch in Innenraum verziert, muss ich ehrlich sagen. Wir haben hier wohl eine etwas humorvolle Hexengeschichte und ja, ich bin hier sehr gespannt. Gerade nach allem, was so mit Helen Harper herausgekommen ist, freue ich mich sehr. Ich finde das Cover einfach sehr, sehr gelungen. Ich weiß gar nicht, ob man von Liane Maas dann nochmal irgendwas gehört hat, außer die zwei Teile. Und ja, wir haben hier Hexe Brim, die Magie hasst. Doch bei keinem einzigen Zauberspruch kann sie sicher sein, was am Ende dabei raus entsteht. Kein Wunder, dass Brim nur äußerst ungern hext. Doch dann ist es nur einmal Pflicht, sonst spielt die Magie vollkommen verrückt. Und dann wird sie aber auch noch vom Hexenjäger Liam enttarnt. Der ist nicht nur sexy und gefährlich, sondern auf magische Weise mit Prim verbunden. Und ja, die Zaubererwelt ist unerbittlich. Prim muss nun das Herz des Jägers erobern, um die Magie zu beruhigen. Und das klang wirklich sehr unterhaltsam und sehr schön. Und ich bin da einfach neugierig und denke, dass man die ja knapp, ja, ich weiß gar nicht, wo hört das Buch hier auf, Danksagung, die 250 Seiten auch relativ schnell gelesen hat. Neu hätte das Buch 13 € gekostet und ich habe es für 6,99 € gekauft, also so knapp die Hälfte tatsächlich gespart und ja, finde ich gut. Also es ist wirklich im sehr guten Zustand. Ich würde fast sagen, nicht einmal gelesen, wenn man sich das so anschaut. Von daher alles fein. Und das letzte Buch war eine Empfehlung von ja, einem lieben Freund von mir, der hat mich letztes Mal besucht und hat von Blackout von Mark Ellsberg vorgeschwärmt. Und ich habe von Mark Ellsberg irgendwas mit einem Schiff vorne drauf gelesen, ich glaube Gier. Und hatte Blackout früher auch schon mal auf der Wunschliste und das ist jetzt für 4,50 Euro bei mir eingezogen. Ursprünglich hat das Taschenbuch aber 10 gekostet, richtig, also dieses Taschenbuch. Also habe hier definitiv auch ein bisschen was gespart. Ich muss aber sagen, ich habe es im Gebrauchzustand gebraucht, also nicht sehr gut, das gab es nicht, sondern nur gut gekauft. Also wäre ich auch sehr kritisch. Also ich muss sagen, das Buch sieht schon sehr zerlesen aus. Ja, würde ich wahrscheinlich sogar eins runterstufen. Man hat hier definitiv zwei so, ich weiß nicht, ob man es gut erkennt, zwei Leserillen. Also klar, bei so einem dicken Buch, es ist gar kein Wunder, aber gut ist für mich schon ein bisschen was anders. Aber es wurde sehr geschwärmt über dieses Buch und ja, da war ich sehr happy, dass ich es günstig bekommen habe. Der Countdown läuft: an einem kalten Februartag brechen in Europa alle Stromnetze zusammen. Der totale Blackout. Der italienische Informatiker Piero Monzano vermutet einen Hackerangriff und versucht, die Behörden zu warnen, erfolglos. Als Europol-Kommissar Bollard ihm endlich zuhört, tauchen in Manzanas Computer dubiose E-Mails auf, die den Verdacht auf ihn selbst lenken. Er ist ins Visier eines Gegners geraten, der ebenso raffiniert wie gnadenlos ist. Unterdessen liegt ganz Europa im Dunkeln und der Kampf ums Überleben beginnt. Ist, glaube ich, auch schon ein älteres Buch. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt. Hier ist sogar, ach, hier ist jemand geflogen mit der Eurowings. Okay, irgendwann am 19. März auf jeden Fall von Fuerteventura nach, ja, keine Ahnung, leider nur das kleine Stückchen. ja, also von Fuerteventura irgendwo hin, 2013, also tatsächlich auch schon über 10
10 Jahre alt. Ich weiß auch gar nicht mehr, wann ich ihr gelesen habe. Ist auf jeden Fall auch schon ein Stückchen her. Ja, aber das sind sie, die 4 Bücher im mehr oder weniger gutem Zustand, muss man hier tatsächlich so sagen. Es sind nur 3 auf dem Sub gelandet und ich bin ja, sehr gespannt, wie mir die anderen Bücher gefallen werden und ob ich wirklich irgendwann in den Genuss komme, Harry Potter in Spanisch zu lesen, um zumindest zu sagen, ich verstehe auch 80% der Sprache. Ich meine, es müssen nicht 100% sein in der Fremdsprache. Bei Englisch klappt das ein bisschen besser natürlich, aber vielleicht komme ich ja auch mal in dieser Spanisch-Richtung hin. Ja, irgendwie um die 30, über 30 Euro gespart. Und muss aber schon sagen, dass gerade auch bei Blackout oder auch dem Weihnachtsbuch, das finde ich fast ein bisschen grenzwertig, das als Gebrauchszustand gut zu deklarieren. Aber gut, ich meckere nicht. Gerade wenn man Bücher vielleicht sowieso nur einmal liest, ist es nicht ganz so wichtig. Aber da hätte ich mir vielleicht gerade auch beim Hardcover mit den Ratschern und so ein bisschen einen günstigeren Preis gewünscht. Aber ich glaube so, wie gesagt, einmal lesen ist völlig fein und auch okay. Und dann passt das für mich auch. Und ich freue mich drauf auf die Bücher und habe hier Lesenachschub. Und ja, der Sub wächst natürlich ins Unermessliche. Noch ist er zweistellig. Ich arbeite jetzt am Subabbau, zumindest auch im Mai. Da werde ich jetzt, glaube ich, einfach mal so ein paar dünnere Bücher weglesen und nicht nochmal irgendwie so einen Wälzer wie jetzt im April, wo ich ja mit The Stand wirklich eigentlich 1700 Seiten gelesen habe, was ja vielleicht locker 5 andere Bücher gewesen wären und damit ja eigentlich meine eigene Lesestatistik kaputt mache. Nicht die Seitenstatistik, aber die Lesebuchstatistik. Aber es ist am Ende komplett egal. Hauptsache, man hat Spaß am Lesen. Kauft ihr gerne gebrauchte Bücher ein? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare und vielleicht, was euer größtes Schnäppchen bisher gewesen ist, wo ihr euch echt gefreut habt, dass ihr viel eingespart habt oder vielleicht auch ein Buch, was ihr schon länger gesucht habt. Da würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.